bei Nerdfamilien. Hallo. Mal wieder hier bei mir zu Hause, mal wieder mit einem alten Bekannten, den ihr aber noch nicht kennt. Ich kenne Jan schon seit langem, Jan Bräunig, aus Hamburg, von fernher zu mir hergereist. Und Jan, im normalen Leben bist du ja bei der Bundeswehr Notfallmediziner. Ja. Und bei der Bundeswehr habe ich gehört, da sind die Leute manchmal schwerer verletzt als so im zivilen Leben. Deswegen habe ich mir gedacht, mit dir möchte ich gerne über Extremitätentrauma sprechen. Ja, das können wir gerne machen. Jan, die Eingangsfrage ist ja immer, schwieriger Einsatz, du kommst da irgendwie hin. Wie startest du bei einem Extremitätentrauma? Da steht jetzt irgendwie das Bein 90 Grad weg. Was mache ich denn da? Ja, also ganz wichtig ist am Anfang, dass man sich so einen ersten Eindruck erstmal vermittelt und sozusagen sich nicht von so einer spektakulären Verletzung erstmal ablenken lässt, sondern ganz bewusst sozusagen sich auch diszipliniert, dass man erstmal nach einem ABCDE-Schema oder sozusagen jetzt, neu wurde ja noch häufig als XABCDE irgendwie benannt, sozusagen vorgeht und sozusagen erstmal guckt, dass es wirklich ein isoliertes Extremitätentrauma ist und wir nicht noch irgendwie andere Probleme haben, die wir sozusagen dann verpassen würden, wenn wir uns direkt irgendwie auf so ein Schwunggelenk oder auf eine fehlgestellte Extremität stürzen würden. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung für alle, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind. XABCDE oder CABCDE, wofür steht das X? Ja, das X steht dann quasi jetzt neu dann für Exsanguination, also die äußere Blutung, also kritische Extremitätenblutung. Das heißt sozusagen Basics first, ne? Wenn ich das jetzt alles abgefrühstückt habe, welche Probleme können mir denn da so begegnen bei einem kritisch traumatisierten Patienten? Ja, also wenn du jetzt quasi ein CD-Schema einfach wieder nimmst, dann kannst du halt schon beim kleinen C oder beim X natürlich sozusagen die ersten Probleme haben, ne? Also Amputationsverletzungen mit massiver äußerer Blutung, große Quetschverletzungen mit äußerer Blutung, mit Gefäßverletzungen, die du dann natürlich erstmal primär versorgst, sozusagen bevor du sozusagen zum nächsten Step kommst. Ne? A ist natürlich in der Regel kein Problem, wenn es nicht irgendwie ein Polytrauma ist und wir jetzt nicht nur von Extremitätentrauma reden. Mhm. Bei einem B kann man sozusagen, wenn man ein Schockzeichen hat, schon mal eine erhöhte Atemfrequenz wahrnehmen, auch möglicherweise schmerzbedingt. Dann sozusagen beim großen C, bei den Blutungsräumen, quasi als einen der Blutungsräume, also die äußere Blutung hatten wir quasi am Anfang ja schon einmal und dann als weiteren großen Blutungsraum quasi die Oberschenkel, also auch sozusagen eine isolierte Oberschenkelfraktur, wenn die halt mal ordentlich auch disloziert ist, kann sozusagen aus dem Marklager auch schon mal zu einer ordentlichen Blutung führen und aus den Knochengefäßen. Das heißt, das ist ja ein wichtiger Punkt, gar nicht so sehr nur aus den Gefäßen, ne, die dicke Femoralis, da sagt man ja manchmal auch bei Extremitäten, Amputation, dass die sich so einrollen. Ne? Sagt man immer, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das auch stimmt, aber Marklager als wichtige Blutungsquelle, die hat man, glaube ich, oft nicht so auf dem Schirm. Ja, aber genau das ist halt der Punkt, ne? Und das ist halt sozusagen bei so einem Femur halt schon mal locker ja, zwei, eher drei Daumen dicken, ne? Also so nebeneinander so ins Dreieck geformt. Okay, jetzt haben wir C, A, B, C. Ja. D ist ja meistens weniger ein Problem. D meistens weniger ein Problem. Beim E dann quasi wieder ganz wichtig an den Wärmehalt zu denken. Mhm. Gerade sozusagen auch vor dem Hintergrund, dass jemand irgendwie eine Blutung quasi hat und wir uns dadurch ein zusätzliches Gerinnungsproblem irgendwie einkaufen. Und sozusagen auch den Aspekt, dass jemand irgendwie Schmerzen hat, dass man die dann auch irgendwie adäquat angeht, dass der Patient keine Schmerzen hat. Das heißt, das ist ja letztlich wieder eine klare Message irgendwie für die 2C-Maßnahmen oder beziehungsweise für die Notfallsanitäter, dass die unbedingt da frühzeitig auch, wenn der Notarzt auf sich warten lässt, frühzeitig Analgesie machen und den RTW und die verdammte Standheizung anmachen. Unbedingt. Da springe ich immer aus der Hose, wenn der RTW da kalt in der Gegend rumsteht. Ja. Okay, jetzt. Und auch Patienten frühzeitig quasi in den RTW reinnimmt und nicht quasi irgendwie an der Einsatzstelle, ja, wir wollten auch irgendwie warten, hat irgendwie noch Schmerzen, wir wollten jetzt nicht umlagern irgendwie mit so Schmerzen, da muss man einfach mal Güterabwägungen machen. Ne? Also je kälter die Außentemperatur, umso großzügiger muss man dann halt einmal mal so einen kurzen Umlagerungsschmerz in Kauf nehmen, wenn man jetzt nicht die Freigabe hat als Notfallsanitäter, um sich nicht quasi ein anderes Problem dann irgendwie einzukaufen. Guter Punkt auf jeden Fall, jetzt gerade um die Jahreszeit. Okay, jetzt sehe ich da blutet es wie Sau. Und wie gehe ich da jetzt ran, wenn die Extremität so stark blutet? Okay. Also jetzt guckst du am Anfang sozusagen erstmal, also ist natürlich noch in der Frühphase, du hast nur so einen ersten Überblick, habe ich irgendwie weitere Probleme oder habe ich quasi nur diese Extremitätenverletzungen, glaube ich, möglicherweise auch von der Depesche, irgendwie von Sachen, die mir geschildert werden, vom Patienten, ist ja ansprechbar oder nicht, primär irgendwie erstmal einfach nur draufdrücken. Ne? Das ist sozusagen das, was du sofort dabei hast,
Klar, sozusagen im Bundeswehr-Setting, wenn wir sozusagen im Auslandseinsatz sind, haben wir sozusagen das Tourniquet direkt irgendwie am Mann. Im Inlandsszenario gibt es sozusagen ja, wenig Kollegen, die das irgendwie direkt in der Hosentasche haben. Man zieht das direkt rein und ist sozusagen irgendwie zwar im Rucksack irgendwie drin, sozusagen im Trauma-Bag, sodass man schon irgendwie schnell drankommt, aber was hat man sofort bereits in seine Hände? Ne? Die Handschuhe hat man an, wenn man an den Einsatzort kommt, kann man direkt irgendwie draufdrücken und das ist sozusagen die Erstmaßnahme. Wenn man es damit gestillt bekommt, ist ja schon mal gut. Ne? Dann wechselt man das quasi nach gegen den Druckverband aus und die Sache ist erledigt. Sollte das Ganze dann mit dem Druckverband irgendwie nicht halten oder wir haben sozusagen andere Probleme noch parallel, also noch ein A-Problem zu adressieren, B-Problem oder sozusagen auch möglicherweise eine innere Blutung, müssen sozusagen mehrere Sachen gleichzeitig machen, sind vielleicht auch in einer Bedrohungssituation. Das kann jetzt, muss jetzt nicht nur der Auslandseinsatz sein, sondern kann natürlich auch im Inland irgendwie mal sein, dass man mit dem Patienten da, wo wir gerade sind, irgendwie weg müssen. Stichwort überall Verletzungen quasi in einem Bahnhof oder so oder in Gleisen, dass man da nicht irgendwie lange auf den Gleisen sein will, dass man da irgendwie weg muss, wo man dann sagt, okay, dann nimmt man halt erstmal ein Tourniquet. Und je nachdem, was man dann für eine Versorgungszeit hat, präklinisch oder wie weit ist der Weg zur Klinik, würde man das Tourniquet dann auch belassen. Ja, das würde ich dann präklinisch nicht umwechseln bei den kurzen Versorgungszeiten hier in Deutschland. Da habe ich direkt eine kleine Frage. Und zwar das Stufenschema, da hört man ja immer wieder von, und das wird ja auch immer so gelehrt. Wie würdest du es denn machen bei einem Patienten, der jetzt wirklich total schlecht ist? Würdest du da das Stufenschema wirklich anwenden? Oder gerade du mit militärischem Background, würdest du dann sagen, erstmal Tourniquet drauf und dann mal gucken? Das macht ja aus meiner Warte so notfallmedizinisch auch Sinn, oder? Dass Ja, man. also wenn ich das Bauch habe, da ist irgendwie jetzt richtig schlecht, da ist irgendwie wirklich Not am Mann, da ist sozusagen Zeitdruck da, dann überspringe ich quasi das Erste, dann kommt sozusagen, also die manuelle Kompression hast du quasi de facto eigentlich immer vorher, dann kommt ein Tourniquet dran, da muss man sich keine Sorgen machen, ne? Man kann locker sagen, wie, also wir machen das intraoperativ 2 Stunden ohne Probleme, macht sich keiner irgendwie Gedanken drüber und wir sind ja maximal in einer halben Stunde irgendwie in der Klinik, im ländlichen Bereich vielleicht auch mal ein bisschen länger. Wäre dann möglicherweise auch eine Indikation, über einen Hubschrauber nachzudenken, wenn man wirklich lange Wege hat und solche Verletzungsmuster halt hat. Das ist dann was, wo man irgendwie dran denken kann. Als Kann-Empfehlung ist immer noch sozusagen die Hemostyptika spielen da immer noch eine Rolle. Da muss man halt sagen, dass man, wenn man dran denkt, muss man sie halt frühzeitig einsetzen, weil sie halt nur dann ihre Wirkung entfalten können, wenn sie an den Wundgrund kommen. Und da sehe ich sozusagen das häufige Problem. Dass man das am Anfang gar nicht so schnell verfügbar hat. Und wenn man dann später irgendwie dran denkt, dann müsste man erst alles wieder runter basteln, um dann quasi das Hemostyptikum einzusetzen. Noch dazu mit einer Kann-Empfehlung, deswegen bin ich persönlich da relativ zurückhaltend. Da jetzt auch keine sehr gute Erfahrung gemacht, dass das jetzt das war, was den Patienten gerettet hat. Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Ich muss ja sagen, ehrlich gesagt habe ich die Dinger noch nie praktisch eingesetzt. Also die sind ja jetzt in Bayern ziemlich viel verbreitet auf den Fahrzeugen, haben viel Geld gekostet. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Anwendung ja gar nicht so banal ist, ne? Also wenn man nicht weiß, wie man das anwendet, einfach so ein bisschen auf die Wunde drauflegen und dann sagen, jetzt steht die Blutung, Ja, so geht das ja nicht, nee. ne? Das ist halt wie bei allem, was man so anwendet, man muss halt auch damit trainiert sein. Ja, man muss sozusagen auch Übungen machen. Es gibt auch da so Simulationstrainer, wo man dieses Packing quasi auch üben kann, dass man auch wirklich sozusagen erstmal sauber macht, dass man sieht, also wo blutet es eigentlich raus, dass man wirklich mit dem Zeug quasi auch an den Wundgrund kommt. Und wenn ich sozusagen da nicht hinkomme, dann ist es sozusagen umsonst in der Anwendung. Okay, ein klares Statement pro Training. Und jetzt ist der Patient soweit versorgt. Ne? Ich habe ABCDE-Probleme alle aus dem Weg geräumt. Das Tourniquet liegt an oder die Blutung steht. Jetzt muss ich das Ding ja irgendwie verbinden. Jetzt hast du mir vorhin, als wir das vorbereitet haben, so ein paar Bilder gezeigt und gesagt, es macht Sinn, manchmal das Ganze zu fotografieren. Also erstens, warum hast du mir das gesagt? Und zweitens, wie verbinde ich das jetzt? Machst du das irgendwie kunstvoll? Hast du da eine spezielle Überkreuztechnik, Das Luftknoten? muss man, also dieses Verbinden muss man extra studieren. Das ist nochmal ein Aufbaustudiengang. Also sozusagen, warum fotografieren wir das Ganze? Weil wir wissen, dass jedes weitere Aufdecken quasi ein höheres Infektionsrisiko macht. Und wir wollen eigentlich sozusagen vermeiden, dass wir ständig irgendwie da untergucken, sondern idealerweise macht man am Anfang einmal ein Foto, was man dann im Schockraum irgendwie zeigen kann oder was man sozusagen dann häufig an die Kollegen, die man in der Notaufnahme kennt, auch weiterschicken kann, damit die es dann sozusagen an auch die weiteren besorgenden Verwandlungseinheiten quasi einmal zeigen können, weil idealerweise macht man den Verband erst im OP wieder auf.
Was man halt häufig beobachtet, wenn man halt kein Foto gemacht hat, wenn man es irgendwie entweder mal verdaddelt hat oder sozusagen auch trotz Foto manchmal, dass einfach immer nochmal untergeguckt wird. Ja, und dann guckt sozusagen erst der Facharzt irgendwie drunter, der irgendwie mit einem Schock kommt, oder vielleicht auch manchmal nur ein Assistent. Und dann kommt der Facharzt oder der Oberarzt, der will dann auch nochmal drunter gucken und will es irgendwie gesehen haben. Und das ist halt eigentlich das, was man gar nicht möchte. Und unser Chef in meiner Klinik, der ist auch sehr hinterher. Und da gibt es böse auf die Finger, wenn man da irgendwie nochmal drunter guckt. Im Schock kommt man dann erst im OP wieder gemacht, das, ehrlicherweise. Das klingt sehr, sehr sinnvoll. Und du hast die Probleme im Alltag angesprochen, dass jeder nochmal drunter guckt. Das ist leider auch oft Realität. Ja. Okay, kurz nochmal zum Wundverband. Also nicht verkünsteln, sagst du. Was sollte man machen? Und vor allem sollte man die Wunde am Einsatzort schon möglichst sauber machen, ausspülen, mit Benzin ausgießen, was weiß ich. Oder wie würdest du die am Einsatzort versorgen? Ja. Also grobe Verunreinigungen, Blätter, Gras, was im Sinn ist, einfach sozusagen grob entfernen und dann einfach steril verbinden und gut ist. Okay, also einfach grob abdecken. Genau, und dann halt irgendwie immobilisieren, Schienen quasi auch als Teil der Schmerztherapie. Okay, top. Jan, vielen Dank. Super prägnant zusammengefasst. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, wenn ihr zu einem Einsatzort kommt und die Extremität sieht irgendwie furchtbar aus, vergesst nicht den Standardkram, also CABCDE, Primary Survey, niemals vergessen. Nicht ablenken lassen von der Extremität und dann was Wichtiges übersehen. Welche Probleme sind die, die auftreten können? Das ist einmal die kritische Blutung. Das ist klar, ne? Bei Circulation vor allen Dingen, vergesst nicht die Oberschenkel. Jan hat gesagt, große Knochen, großer Blutverlust, gefährliche Sache. Und bei E, gerade in der jetzigen Jahreszeit, Patient nicht auskühlen lassen und vergesst nicht die Analgesie. Blutung stoppen, da haben wir über das Stufenschema gesprochen, aber du hast vor allen Dingen gesagt, desto kritischer, desto definitiver schnell versorgen, also eher dann schnell zum Tourniquet hin. Hämostyptika, nur wer es kann und unbedingt mal üben. Und verbinden, einfach groben Schmutz weg und steril abdecken. Passt soweit? Passt soweit. Ideal. Viel Spaß dann im Einsatz. Viel Spaß.